einmal vier. Vier Beine hat ein Tier. Jetzt kommt direkt zu dir. Kroko! Guten Morgen, Kroko. Heute zeige ich dir das Klassenzimmer einer ersten Klasse. Oh, ich bin gespannt, was es da alles gibt. Hier siehst du zunächst die Tafel. Auf der Tafel kann ich etwas anschreiben mit Kreide. Ich habe hier wichtige Wörter für die Kinder angeschrieben, die sie lesen können. Stimmt, deine Erstklässler sind jetzt ja schon ein halbes Jahr in der Schule. Da können sie ja schon Wörter und kurze Sätze lesen. Wenn die Kinder morgens in die Schule kommen, sehen sie immer an der Tafel, was wir am Vormittag hier machen. Heute ist Dienstag. Erst schaue ich mir die Hausaufgaben an, dann gehen wir in den Morgenkreis. Dort dürfen die Kinder erzählen, was sie gestern erlebt haben oder ob sie heute traurig oder glücklich sind. Dann lernen die Kinder das H. Anschließend gibt es ein gemeinsames Frühstück. Denn Kroko, jedes Kind bringt morgens in die Schule ein eigenes Frühstück mit. Und wo bist du, wenn die Kinder frühstücken? Ja, während die Kinder frühstücken, lese ich ein Buch vor. In der Schule gibt es viele Tische und Stühle. Jedes Kind hat einen eigenen Platz. Auch Frau Wellemeyer hat einen eigenen Tisch. Dies ist unsere Zahlenwand. Die Kinder dieser ersten Klasse kennen schon die Zahlen von 1 bis 10. Und wenn sie nicht mehr genau wissen, wie diese Zahl geschrieben wird, dann können sie einfach kurz auf die Wand schauen. Und was ist das da mit den blauen und roten Punkten? Hier oben zeige ich den Kindern Plusaufgaben. Die Kinder sollen schauen, wie viele blaue Punkte sie sehen und wie viele rote Punkte. Ha, das sind 3 blaue Punkte und 4 rote. 3 blaue Punkte plus 4 rote Punkte ergibt zusammen 7 Punkte. Ich sehe auch viele schöne Bilderbücher in dem Klassenzimmer. Außerdem gibt es Holzklötze, Schleichtiere, Gesellschaftsspiele, Puzzle, Malblätter und Playmobilfiguren, mit denen die Kinder in der Spielezeit spielen dürfen. Hier siehst du unsere Knet- und Bastelecke. Die Kinder basteln gerade ein Schattentheater aus Schuhkartons. Schattentheater? Das klingt ja aufregend. Dies ist unser Belohnungsglas. Wenn ein Kind in der Klasse etwas ganz besonders gut gemacht hat, vielleicht hat es gut aufgeräumt oder es hat eine sehr gute Antwort gegeben auf eine meiner Fragen oder es hat sehr gut gerechnet, dann hole ich einen Ball und mache ihn in unser Belohnungsglas. Wenn das Glas voll ist, darf die Klasse entscheiden, was es nun als Belohnung machen möchte. Dies ist die Anlauttabelle, auch Leuchtturm genannt. Mit Hilfe der Anlauttabelle können die Erstklässler schon nach wenigen Schulwochen erste Wörter schreiben. Sicherlich kann ich mit dem Leuchtturm auch schreiben lernen. Jedes Kind hat unter dem Tisch die ganzen Hefte. Das ist ganz schön viel. Das liegt daran, dass die Kinder so gut lernen. Danke, Frau Wellemeyer, dass du mir dein Klassenzimmer gezeigt hast. Das ist 3x4. Vier Beine hat ein Tier. Jetzt kommt direkt zu dir. Kroko!